So, und willkommen zurück zu Let's Play der Pate. Wir machen weiter mit der Jagd auf die Familien. Hauptsächlich der Rosato-Familie. So, oh, falsch, falsch, falsch. Ich muss doch hier auf den Highway fahren. Ich dachte, ich könnte hier links fahren, aber das scheint ja nicht zu gehen. Sind Sie nervös? Als Sie im Minirock zur Schule wollte, habe ich gesagt... So... Dann holen wir uns jetzt auch das Geschäft der Manganos und dann können wir nach New York. Hoffentlich. Es sei denn, irgendein Verein versucht uns wieder hier wegzudrücken. Vor allem zu drücken. So. Da oben ist... Ach, das ist nur so eine Bar. Ja, das müsste ja eigentlich einfach gehen. Aber wir fahren mal außen rum. Aus dem Weg. So, wir haben von allen was dabei. Das heißt, wir müssten eigentlich hier irgendwo doch was ausschalten können, ne? Ich sehe ihn. Steck sie weg, Mann. Oh nein! Du kannst sie nicht ewig verstecken. Nicht die Schulter. Nicht die Schulter. Jetzt attackieren uns die Manganos. Ihr wollt mich doch jetzt ärgern, ne? Jetzt wollt ihr mich wirklich ärgern, ne? So. Weg mit der Kanone! Viel Spaß damit! Jetzt hole ich mir den Bruder. Das ist das Alter Falter! Wo bist du denn? Ich will wohl schon schlecht. Hoffentlich hast du dich heute früh von deiner Familie verabschiedet. Die Waffe runter! Nicht schießen! Du gehst runter! Ich brauche Hilfe! Hauen wir alles kurz und klein! Deckung! Ich glaube, einer ist hier noch. Der da hat das Sagen. So, mein Freund. Wer macht hier sauber, wenn sie tot sind? Bei dir war ich doch schon mal. Verarschen Sie mich nicht! Kannst losgehen? Hey, ich bezahle, okay? Sie wissen, wer ich bin und wissen, wozu ich fähig bin. Also, wenn Sie nicht sterben wollen, übergeben Sie mir Ihr Geschäft. Sie wollen diesen Laden? Meinetwegen. So. Und weh, du verkaufst noch mal eine andere Familie, mein Freund und Helfer. Tun wir jetzt erstmal hier richtig schön auch 12 Wachen rein. Ich meine gerade den Konziliere der Dings erkannt zu haben bei den Männern. Nee, hab mir was getäuscht. Das sah gerade kurz so aus. Das Geschäft ist wichtig. Verlier es nicht wieder. Das sah kurz so aus, als ob der das verteidigt hätte. Die Cops kommen. Weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Egal. Lasst uns hier abhauen. Die Cops haben keine Zeugen, dass wir irgendwas gemacht haben. Und jetzt müssen wir zum Flughafen. Der ist wo? Der ist hier. Warum war da vorne keiner von unseren Männern? Da sind welche. So. Schicken wir mal auch noch einen hin. Wir wollen ja sicher gehen. So, und wir fahren jetzt zum Flughafen. Um endlich aus Florida wegzukommen, nachdem uns Florida ja nun eigentlich gehört. Komm, Kollege, steig ein. Nachdem uns Florida jetzt ja nun gehört, geschäftsmäßig, holen wir uns jetzt erst Rosato. Wir sind zu weit draußen. Die Cops kommen nicht bis hierher. Weil wenn wir Rosato jetzt erledigt haben, dann haben wir ihn schon mal... Nur noch zwei Familien vor uns. Die Armadas und die Manganos. Ich bin am überlegen, wen holen, ob wir uns Mitchell als erstes holen, wenn wir in Kuba sind. Nee, nee, nee. Schlechte Idee, schlechte Idee. Ich glaube nämlich, dass... Ich glaube, dass... Wie heißt das? Ich glaube, dass... Es besser ist, wenn wir erst ein bisschen Backup haben, also ein paar Geschäfte.
Und die Geschäfte in Kuba, ich glaube, die haben es richtig in sich. So. Auf nach New York. Holen wir uns den ganzen Krempel. Aber ich finde es... Möchten Sie einen Flug buchen? Nein, ein Koffer... nee, Koffer passt schon wieder. Egal. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwas anderes sagen, aber egal. Ich finde es wieder witzig, dass man diesmal die Geschäfte machen muss, um die Story voranzutreiben. Heißt, wir müssen alles... Bin ich immer erst die komplette Vernichtung war so Also wir müssen alles machen, um halt in der Story voranzukommen. Und in der Part 1 mussten wir... Wir konnten die Story sowieso weitermachen. Und waren nicht an irgendwelche Geschäfte gebunden. Aber okay, so macht man wenigstens dann hinterher auch alles, sieht alles vom Spiel. Doof ist halt nur, wenn man dann hinterher die Story durch hat, hat man nichts, also eigentlich nach dem offiziellen Spielende, nichts mehr zu tun. Aber okay. So. Ich glaube, vom Spiel gezeigt habe ich genug. Weil, dadurch, dass wir halt dieses ganze Taktische hier noch mitmachen, sehen wir ja auch eigentlich genug davon. Gut, ich mache jetzt nicht alle gemachten Männer, aber die meisten kommen ja auch schon irgendwie so zu uns. Da ist das ja auch nicht so tragisch, so alles mitbekommen. Haben die Thompson voll. Ich habe vorhin noch ein Abschiedsgeschenk eingesteckt. Ging natürlich aufs Haus. Hast du was aus meiner Wohnung geklaut, du Pisser? Wagt es euch. So, speichern. Zack, zack. Und jetzt geht's ab zum Rosato-Anwesen. Jetzt können wir den Laden endlich hochnehmen. Lass dir die Haare schneiden, hat sie gesagt. Mann. So, ach, Haare schneiden, oder was sagte der gerade? Ja, ich muss die Tage auch mal wieder zum Friseur. Aber nicht, weil sie zu lang sind, sondern weil ich etwas anderes machen wollte. Aber egal. Das hat ja auch nichts zu sagen. Wow, 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 wow. Oh, wenn ich dich finde, ich werde mir dein virtuelles Nummernschild merken und damit zum Verkehrsamt gehen. So. Wartet mal, es wäre besser, wenn wir uns noch jemanden holen würden. Zurück. Zum Team hinzufügen. Zu dritt ist mir das lieber. Falsch. Noch ein bisschen geradeaus und dann hier oh, hier rechts weiter. Ah. Ja, jetzt holen wir euch. Dom, Scheiße, hier drüben! Aufpassen, da oben ist ein Scharfschütze. Glaub mir, du willst nicht erschossen werden. Ja, die aber anscheinend. Dadurch, dass wir die Säcke hier nicht vorher geholt haben, kommen sie jetzt halt alle auf uns zugerannt. Sie dürfen nicht entkommen! Was? Da war wohl nichts. Der Nächste. Du hast mich gewarnt, ich warne dich, mein Freund. Oh, die verstecken sich hier. Das glaube ich ja nicht. Das heißt, außenrum. Jack ist hoch. Mitkommen! Hier, der Schläger soll die Tür auftreten. Mach schon. Ist mir lieber. Hoffentlich ist niemand zu Hause. Du gehst allein, Vorsicht! Die haben da oben Scharfschützen! Ja. Stirb! Ich leg dich um! Ich bin verletzt! Letzte Chance, Kumpel! So. Denk dich mal dran! Komm, diese komm, komm! Schmerzen. Scheiße, Dominik! Ja, ja, ich mach doch schon! Der wäre erledigt! Die haben mich angeschossen! Vielleicht bis ich heul doch! Der wäre weg. Meine Schulter! Ich sehe dich. Ich bin ja keine Ahnung, wie viel ich noch einstecken kann.
die... Los, Tom, geh in Deckung! Dafür hätte ich was. Steck sie weg, Mann. Da drüben ist einer der Fällt Typen. Mir nicht. Nee, nein, 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 nein. Vorsicht! So. Die sind mir ja immer am liebsten. Lass sie nicht durch! Die Scharfschützen. Ich bin getroffen! Hast du Pech? Ich glaube, uns geht's hier gerade allen nicht so gut. Wir müssen hier weg! Don Tony Rosato. Fuck, den wollte ich gar nicht so töten. Egal. Egal. Passiert alles nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich... Nee. Ich wollte eigentlich den Kerl irgendwie... vorher noch zu... noch zur Rechenschaft ziehen, aber irgendwie... Ja, steht mir doch alle im Weg rum. Nicht in die Schulter! Hilft dir das dabei, die Kohle zu finden? Hoffentlich rächt sich das nicht irgendwann. So, Freunde, jetzt wird gefeiert. Würde ich sagen. Deponier dort eine Bombe. Wir verpissen uns hier ganz schnell, während er das macht. Nur noch den Zünder einstellen. Schade, dass wir Tony Rosato hier schon getötet haben. Ich dachte, den könnten wir irgendwie anders töten. Ach, Mann, ich wollte mit den allen noch sprechen. Dass sie mir noch ihre letzten Worte sagen und dann, was ist, nixe. So. Das müsste jetzt aber auch reichen, also. Wir dürfen jetzt hier nicht sterben, so von der Explosion. Und damit sind die Rosatos auch erledigt. Oh, da stand noch einer. Tja. Und... sie besitzen jetzt das Tony Rosato Anwesen und die Tony Rosato Familie ist natürlich ausgelöscht. Tja, tja. Sowas kommt davon, wenn man mit dem Feuer spielt und 20.000 Dollar wieder bekommen. Ach ja. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Aber auch nur die virtuelle. Nein, okay. Schön wäre es, wenn es nur die virtuelle wäre, aber naja. Haha, dich lassen wir da stehen. Da kommt die Donut-Patrouille. Was? Willst du mir erzählen, hier ist noch ein... Ne, hier ist kein gemachter Mann mehr. Auch da wenn das da... ist die Hölle los, Dominik. Geh nicht zurück. Auch wenn das da angezeigt wird. Ich glaube, hier von den Rosatos existiert kein gemachter Mann mehr. Die haben wir alle erschossen. Alle. Alle sind tot. Außer Mangano und Almeida. Aber um die kümmern wir uns später. Ich würde sagen, verfliegen wir noch in diesem Part nach Kuba? Ja, doch. Nachdem wir fast alles erledigt haben. Doch. Jetzt sind nämlich nur noch zwei Familien. Zwei Familien sind nur noch übrig. Ach ja. Projekt nähert sich auch echt ja, langsam dem Ende. Doch. Zwei Familien. Man hat gesehen, wie schnell es gehen kann. Und ich sag mal... die Almeidas und Manganos, die haben nicht so viele Geschäfte, wie die anderen vorher hatten, oder? Hm. Nicht ab. Jedem das Seine. Geschlossen, würde ich sagen. Los, okay, festhalten. Aus dem Weg. Cool. Ach, man kann das Telefon auch zerstören. Sauber.
Dass man dafür aber extra einen Schlägertypen braucht. Egal, wie viele Stunden habe ich jetzt eigentlich gespielt? 8 Stunden. Schöne Spielzeit. Bis jetzt für ein Lizenzspiel. Alle mal vertretbar. Ne, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann nach Kuba fliegen die Kerle und uns dann sind geschwächt. Um die letzten beiden Familien kümmern. Geben diesem oder vielleicht auch schon Taubenschlag den Rest. Oh, halt die Fresse. Ernsthaft. Halt einfach die Fresse. Und uns dann vielleicht sogar schon um Henry Mitchell kümmern. Sehen wir dann ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.